Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung bei mir auf dem Kanal. Wir haben euch mal wieder einen... Na, war wieder was anderes. Das ist gerade eben erst rausgekommen. Auf Forbidden Mods habe ich das gerade gefunden. Und zwar handelt es sich um ein Teleladerpack. Ihr seht vielleicht, wenn ich hier in der Kategorie Teleskoplader bin, seht ihr vorne den Manitou und hier hinten den Manitou genau dasselbe. Kostet in dem Sinne auch genau dasselbe. Aber hat ein paar Feinheiten, die nicht zu unterschätzen sind. Das Ganze kommt erstmal von Giants natürlich als Modell und von LU Gaming ist der Edit. Ja, in der Beschreibung steht erstmal drin, der Teleladder MLAT 533 steht euch in mehreren Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Als Hersteller können Manitou, Kramer und Wacker Neusen konfiguriert werden. Zusätzlich verfügt er über die ganzen Konfigurationen, die ich jetzt hier gleich vorstellen werde. Im Endeffekt erst bei 69.000, 143 PS, 40 km/h. So, wenn wir hier drauf gehen, sehen wir erst einmal normal 22 km/h. Das kann man noch umstellen von 143 PS auf 180 PS und 40 km/h. Kostet 5.000 Aufpreis, ist erstmal ganz schön. Dann haben wir mehrere Reifenvarianten. Wir können Trelleborg Standard, Michelin, dreifache Auswahl, BKT, zweifache Auswahl, Fredestein, Mitas und Nokia. Also wir haben eine ganze Menge an Reifenauswahl. Dann können wir die Hauptfarbe ändern. Von Manitou Rot in Wackerneusen Gelb, in Kramer Gelb, in Kramer Grün. Das heißt, wir können auch natürlich den Wackerneusen so konfigurieren, den Kramer Hell so konfigurieren und den Kramer Grün so konfigurieren. Dann können wir ein Nummernschild ändern. Das ist einmal hier hinten oben, haben wir einmal kein Kennzeichen, dann das Luga, das Frankfurt und das LS19 Kennzeichen. Wir können hier oben eine Rundumleuchte oder eine LED-Rundumleuchte drauf und wir können hier drinnen ein paar Werkzeuge einfügen. Sei es ein Hammer, sei es ein Schraubenschlüssel, sei es ein Schraubendreher oder sei es alles. Soweit klar. Gucken wir uns das mal ganz immer an hier. Wir haben ja erstmal das Standard Giants Modell, deswegen sind auch die Texturen soweit top. Da gibt es nichts auszusetzen, das ist alles Giants Standard. Das ist genauso wie wenn man hier rüber geht. Hupsa. Wenn man hierher geht, das ist Wacker Neusen, das sieht auch alles top aus. Da werde ich jetzt hier auch nichts weiter dazu sagen können. Wir haben hier 40 km/h Schild, hier haben wir 25 km/h Schild. Wir haben hier oben Kennzeichen, hier habe ich keins rangemacht. Das Modell ist schön, wir haben hier mal, ich habe hier mal ein paar verschiedene Reifen, das sind die von BKT hier, von Fredestein hier. Das sieht soweit auch alles top aus. Wir haben hier die BKT Reifen, das sieht soweit auch top aus. Also, da gibt es jetzt nichts. Ja, wenn wir einmal reingehen in den Innenbereich, sieht das Ganze Standard wie das Giants Modell aus. Können wir mal lieber in einen anderen hier reingucken. Sehen wir auf dem Boden so ganz bisschen Pixel. Sieht nicht so sehr toll aus, aber sonst sieht der Rest gut aus soweit. Wenn wir in den jetzt reingehen, sehen wir genau dasselbe und hier ebenfalls. Oh, Moment. Das sieht aber halt überall der Boden so ein bisschen komisch aus. Decke ist Freiluft. Passt soweit. Machen wir Sound. Das ist jetzt einmal die 24 km/h Variante. Die Variante klingt gleich. Bloß sie fährt halt schneller. Ne? Soweit so klar. Wenn wir das jetzt mit dem Standard vergleichen. Klingt das ebenso gleich. Ist jetzt also keine Änderung. So. Na, in der Garage wollen wir doch rein. Schauen wir mal, wo der ist. Der neueste, wir brauchen
Jetzt ist eine gute Frage, welcher das ist. Der ist es hier. So, was machen wir als nächstes? Funktionalität. Wir wechseln einmal in den Wackerneusen hier rein. Und gehen mal in den Innenbereich. Wir sehen, wie der Motor angeht, wird hier vorne das Display animiert erstmal. Da ist auch eine Geschwindigkeitsanzeige, die bewegt sich auch. Das kann man aber halt sehr schlecht erkennen, weil das genau hier auch da drauf ist, wo das Lenkrad ist. Also das ist nicht so toll, aber das passt soweit auch alles. Ihr seht, Gas wird gedrückt. Von außen ebenfalls. Bremse wird auch gedrückt. Der Fahrer hat eine Lente am Lenkrad. Das passt soweit ebenfalls alles. Wenn wir dann einmal in die Nacht gehen, machen wir einmal Licht an vorne. Vorne passt. Hinten haben wir diese schmalen Leuchten, die passen auch. Dann haben wir das hintere Arbeitslicht. Nochmal vorne die Arbeitsscheinwerfer plus hier vorne die Strahler. Und das passt soweit. Blinker hinten vorne passt. Rechts vorne passt. Warnblinkleuchte passt. Und die Position 1 habe ich hier nicht drauf, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre. Hier, das ist die LED Rundumleuchte. Die reflektiert auch. Und hier habe ich, soweit ich weiß, genau, hier habe ich die normale Rundumleuchte, die reflektiert ebenfalls. So. Einmal wieder zurück in den Tag. Gucken wir mal noch Hupe. Auch mal eine bisschen andere Hupe. Ich weiß jetzt nicht, ob die der Standort auch so hat, aber sonst passt das. So, dann machen wir mal noch ein was. Kaufen wir uns mal hier für den, wo sind wir jetzt? Teleskoplader. Was für eine schöne Schaufel hier. Machen wir Position 1 wieder aus. Und ja, schauen mal, ob wir hier. Ach so, natürlich. Wir schauen natürlich, ob wir eine Maussteuerung noch was haben. Wenn wir hier machen, können wir Standard. Hier vorne die Aufhängung. Und mit rechts können wir den Teleskoparm ausfahren. Das ist auch soweit klar. Die können wir hier gleich mal ankuppeln. Upsa. Steigen wir einmal aus. Das passt soweit. Die Aufhängung hängt dran, wie sie hängen soll. Das ist soweit top. Wir können hier bewegen, hoch, rüber, runter. Wir können den Arm ausfahren. Das passt. So, jetzt überlege ich, ob ich noch was vergessen habe. Erstmal verkaufen wir die Schaufel hier wieder, weil die braucht kein Mensch mehr. Lok haben wir noch vergessen. Lok. Wie ihr seht, sauber. Also kein Problem. Hätte mich jetzt auch gewundert. Eine sehr schöne Erweiterung für alle, die gerne mit diesem Original Manitou arbeiten. Bitteschön. Für die Kramer und möglicherweise auch Wackerneusen-Fans, weil Wackerneusen gibt es ja so im LS19 nicht, ist das sicherlich eine schöne Erweiterung. Funktioniert top. Was will man mehr? In dem Sinne, Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Bewertung, Sterne findet ihr in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen da und ja, tschüss.